Mein Bauch zieht sich zusammen und ich merke diesen Kloß im Hals. Also nicht, dass ihr mich missversteht. Es ist immer schlimm, wenn jemand stirbt, aber es ist immer noch mal anders, wenn man denjenigen auch persönlich kennt. Und dann stehe ich da mit meinem Telefon im Garten und kann mich nicht bewegen. Nichts geht mehr. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Gerade war noch alles cool und du warst tiefenentspannt. Und dann ist da plötzlich diese eine Situation, die alles ändert. Sie trifft dich frontal, überfordert dich und zwingt dich förmlich in die Knie. Und dann bist du einfach mal los. Machtlos, hilflos und deine Souveränität, naja, die hat sich gerade mal stumpf eine Auszeit genommen. Im Ergebnis geht gar nichts mehr und du bist handlungsunfähig. Ich komme aus dem operativen Polizeidienst und da nennen wir diese Handlungsunfähigkeit auch Freeze. Und weil Einsatzkräfte am Ende des Tages dann irgendwie doch auch nur Menschen sind, möchte ich euch heute mal in einen besonderen Tag von Polizei mitnehmen. Und was das mit deiner Souveränität zu tun hat, erfährst du in den nächsten paar Minuten. Es ist Sonntagvormittag, blauer Himmel, Sonne scheint und ich habe ausnahmsweise mal dienstfrei. Und das Beste ist, dass ich heute Abend noch bei meinen Eltern zum Essen eingeladen bin. Kind sein hat ja manchmal so seine Vorteile, ne? Ich meine, kommst du hin, setz dich, kriegst was lecker zu essen, musst dich um nichts kümmern. Wer von euch kennt das? Ist geil, oder? Ja, finde ich auch. Unglücklicherweise klingelt dann aber mein Telefon. Ich gehe ran und die Stimme am anderen Ende sagt mir: Ina, es gab einen Todesfall. Suizid, du musst los. Okay, dann wohl doch kein Frei mehr heute. Und weil ich genau diese Einsatzanlässe aus den vielen Jahren Dienst auch kenne, weiß ich, dass ich es nicht pünktlich zum Essen schaffen werde. Also überlege ich noch schnell, meinen Papa anzurufen. Der ist auch bei der Polizei und der kennt die Verspätungsthematik schon. Aber mein Papa, der ist jetzt nicht einfach nur Kollege. Mein Papa ist derjenige, der immer an meiner Seite steht, der sagt: Komm, gib Gas, du schaffst das. Du hast schon ganz andere Dinge gewuppt. Der ist also eine richtig coole Socke. Ja, danke. Ein Hoch auf Papa, finde ich auch. Und während ich noch so gedanklich da drin hänge, höre ich plötzlich ein Schluchzen in der Leitung. Ich habe sofort ein schlechtes Bauchgefühl, also frage ich nach, sag mal, ist alles okay? Und die Stimme am anderen Ende sagt mir: Nein, nichts ist okay. Es ist ein Kollege, der gestorben ist. Mein Bauch zieht sich zusammen und ich merke diesen Kloß im Hals. Also nicht, dass ihr mich missversteht. Es ist immer schlimm, wenn jemand stirbt, aber es ist immer noch mal anders, wenn man denjenigen auch persönlich kennt. Und dann stehe ich da mit meinem Telefon im Garten und kann mich nicht bewegen. Und irgendwann schaffe ich es dann doch in Richtung Auto und ich fahre auch los und denke die ganze Zeit: Gibt's überhaupt gar nicht? Kann doch überhaupt gar nicht wahr sein. Und dann fallen mir die Worte von meinem Papa ein, die er mir immer sagt, wenn ich mit irgendwas so richtig, also ich meine so richtig, richtig überfordert bin. Denk dran. Probleme sind verkleidete Möglichkeiten. Ein Zitat von Henry Ford. Lerne aus der Situation, wachse daran und mache etwas Gutes für andere daraus. Versprich es mir. Als ich an der Einsatzörtlichkeit ankomme, stehen der Rettungswagen und der Notarzt vorm Haus und an den Streifenwagen läuft noch das Blaulicht. Ich steige aus und sehe Kollegen mit Tränen in den Augen. Als ich die Treppe ins erste Obergeschoss raufgehe, rauscht das Blut in meinen Ohren. Und mein Herz schlägt so schnell, dass ich Angst habe, es bleibt gleich einfach stehen. Oben angekommen, sehe ich die Familie des Verstorbenen. Die Ehefrau und Tochter sitzen in der Küche und sind völlig aufgelöst. Der Schock ist so groß, dass sie ärztlich betreut werden müssen. Und ich stehe einfach wieder nur da. Ich würde gern was sagen oder tun, aber ich weiß nicht was.
Und dann gehe ich doch in Richtung Schlafzimmer, denn da muss ich hin, hat man mir gesagt. Und unterwegs habe ich nochmal die Worte von meinem Papa im Ohr. Lerne aus der Situation, wachse daran und mach etwas Gutes für andere daraus. Hey, komm, versprich es mir. Als ich die Schlafzimmertür öffne, liegt mein Papa leblos auf der Erde. Und ich weiß, dass ab jetzt die Zeit gekommen ist, mein Versprechen einzulösen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? So schlimm die Situation damals auch war, mein Papa ist derjenige, der mir immer beigebracht hat, über den Tellerrand hinauszuschauen, der mir so viele positive Glaubenssätze mit auf den Weg gegeben hat. Glaubenssätze, die mich bis heute durch stürmische Zeiten tragen. Und er ist der Grund, warum ich so viele Jahre als Polizeieinsatztrainer tätig war. Aber vor allen Dingen heute als Coach und Trainer mit der Erfolgswerkstatt die Möglichkeit habe, so viele Menschen ihre mentale Stärke begleiten zu dürfen. Er ist somit mein größter Antrieb, meine unermüdliche Motivation und mein Herzenswarum. Und ich bin unglaublich stolz und dankbar, seine Tochter zu sein. Dankeschön. Und nach mehr als 10 weiteren Jahren Berufserfahrung im operativen Dienst und auch in geschlossenen Einheiten war es unter anderem mein Job, die Einsatzkräfte so zu trainieren, dass sie auch in besonderen Lagen handlungsfähig bleiben. Damals wurde allerdings schnell klar, dass die reine Vermittlung einer Einsatztaktik jetzt nicht unbedingt ausreichend für die persönliche High-Performance des Einzelnen ist. Wie sollte also eine Lage bewältigt werden, wenn ich es nicht schaffe, in erster Linie mich selbst zu managen? Sprich, auch im Hochstress immer noch auf meine Stärken zurückgreifen zu können. Das war ja schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Frei nach dem Motto, das eine geht augenscheinlich nicht ohne das andere. Sprich, ohne eine gute Basis in dir selbst kannst du die Lage um dich herum auch nicht wuppen. Und wie gut und wichtig diese Basis ist, vermittle ich seit ein paar Jahren als zertifizierter Coach in meinen Trainings und Seminaren. Heißt, ich kombiniere meine dienstliche Expertise mit Mental- und Resilienztraining und Inhalten aus dem NLP und passe das Ganze auf den zivilen Bereich an. Worum geht's also? Es geht immer darum, wie du in herausfordernden Situationen nicht nur Orientierungspunkt für die anderen bleibst, sondern an dieser Situation auch noch persönlich wächst, aber vor allen Dingen souverän agieren kannst. Egal, ob das schwierige Gesprächsführung oder dein Selbstmanagement im Allgemeinen ist, bring deine PS auf die Straße. Und genau dafür habe ich euch heute das GeForce-Modell mitgebracht. GeForce, weil sich das so ein bisschen nach Super-Sondereinsatz anhört und du dir das vielleicht besser merken kannst. Und das Coole an diesem Modell ist, dass du es genauso für dich und auch für dein Unternehmen anwenden kannst. Völlig egal, ob es vorher auf Einsatzkräfte ausgelegt war oder nicht. Kennst du diese Leute, die großartig darin sind, den Laden am Laufen zu halten? Die einen echt guten Job machen, aber von sich selbst nicht unbedingt die beste Meinung haben? Ich habe einen jungen Unternehmer im Coaching. Start-up, bereits drei Angestellte, Zahlen passen, Kommunikation läuft auch, alle schick. Und dann kommt da so ein neues Projekt rein. Und wie das manchmal so ist im ersten Angriff, da fängt es kurz an, ein bisschen holprig zu werden. Bist du vielleicht mal kurz raus aus deinem Flow. Aber er schafft es dennoch, sein Schiff auf Kurs zu halten, indem er auch bei schwerem Seegang immer noch sehr aufbauende und wertschätzende Worte für seine Mitarbeiter hat. Also sage ich zu ihm, hey, wo ist dein Problem? Du hast das doch super gemacht. Und er sagt, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie war es nicht perfekt. Und ich weiß auch nicht, ob ich den Laden wirklich führen kann. Und vielleicht bin ich auch nicht gut genug. Und diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, vielleicht kennst du den auch. Wie oft haben wir unsere Freunde, Familie, Mitarbeiter unterstützt, sie motiviert, ihnen gesagt, dass sie toll sind. Und in diesen Momenten sind wir doch auch die besten Berater und Unterstützer. Aber jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Ich meine, wann unterstützen wir uns denn eigentlich mal selbst?
Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ich meine, stehst du morgens auf, breitest die Arme aus und haust raus: Hallo Welt, da bin ich. Und ich wollte mal kurz sagen, also ich bin jetzt nicht nur der Stern unter der Sonne. Nein, Mann, ich bin die Sonne. Vermutlich, aber vielleicht auch nur vermutlich, läuft es eher darauf hinaus, dass du so einen flüchtigen Blick im Halbdunkeln wagst und dir dann denkst, hätte ich das Licht doch mal besser ausgelassen. Und da hilft dir auch nicht das Wissen, dass der Tankstellenmann von nebenan denkt, du bist geschmeidige 28. Wir sind Meister darin, anderen zu sagen, wie sie über sich denken oder wie sie agieren sollen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Aber wenn es um uns geht, dann machen wir uns häufig selber klein und blockieren uns auch dadurch. Das sind limitierende Glaubenssätze. Hast du vielleicht schon mal was von gehört? Das Problem mit limitierenden Glaubenssätzen ist, sie behindern die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes. Was du brauchst, sind positive Glaubenssätze. Du benötigst ein Mindset, das dich groß macht und dich unterstützt. Denn eins steht mal fest: Wenn du dich selber scheiße findest, kannst du nicht performen. Positive Glaubenssätze sind somit das A und O für deine mentale Stärke. Wo wir zum zweiten Element des Modells kommen. Je komplizierter, desto besser. Gerade war noch alles cool, dann stehst du knietief im Chaos. Und dann gibt es da diese total geilen Leitfäden zur Chaosbewältigung. Problem an der Sache ist, das Ding ist so lang, dass du dir den ganzen Scheiß eh nicht merken kannst, geschweige denn gefühlt jedes zweite Wort googeln musst, um überhaupt zu raffen, was du da jetzt umsetzen sollst. Das Konzept einfach muss nicht immer schlecht sein, habe ich demnach nicht aus irgend so einem abgedrehten Leitfaden, sondern aus der Begegnung mit einem sechsjährigen Mädchen. Ich lerne klein Hannah in einem Einsatz kennen. 6 Jahre alt, blonde, lockige Haare, breites Lächeln. Fahrrad ist weg und als ich mit der Mutter spreche, zuppelt sie an meinem Arm und sagt: Komm, ich zeig dir mal mein Zimmer. Alles klar, machst du ja. Was soll ich sagen? Hannas Zimmer sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen ist. Gesammeltes Spielzeug überall verteilt, kannst du nicht so hintreten. Und da du selber mal Kind warst, erinnerst du dich vielleicht an das Szenario. In der Mitte des Zimmers hat sie sich einen Turm aus Kisten gebaut. Ich frage sie, ob sie überhaupt noch irgendwas wiederfindet in ihrem ganzen Chaos. Worauf Hannah lacht, auf ihren Turm klettert, sich einen perfekten Schneidersitz niederlässt, sodass ich denke, krass, in der Grundschule gibt es auch Yoga, habe ich verstanden. Hörbar ausatmet und dann raushaut: Ja klar, weiß ich, wo was ist. Ist auch total easy. Ich baue mir einen Turm, kletter drauf, sehe ich alles, finde ich alles wieder. Kein Stress. Und kennst du diesen Moment, wenn ich so ein sechsjähriges Mädchen mit so einem völlig irritierten Blick angucke, so nach dem Motto: Boah, also ich weiß jetzt gerade nicht, wo dein Problem ist, aber ich habe zumindest mal keins. Genau so ein Moment war das. Aber was war da denn jetzt eigentlich passiert? Um mit ihrem Spielzeugchaos klarzukommen, hat Hannah erstmal die Perspektive gewechselt und ist auf ihren Turm geklettert. Dadurch hat sie Ruhe reingebracht und sich einen Überblick verschafft. Wusste dann, wo was ist und wo sie gegebenenfalls auch suchen muss. Sie hat sich also praktisch einen Grundriss gemacht. Und das ist das, worum es auch geht. Wenn du das nächste Mal im Chaos bist, bring erstmal Ruhe rein. Wechsel die Perspektive, überleg dir, was ist überhaupt tatsächlich passiert? Und was ist wirklich mein nächster Schritt, nicht der übernächste? Dein Grundriss ist somit dein ultimativer Masterplan zur Chaosbewältigung. Und mit deinen positiven Glaubenssätzen und deinem Grundriss im Gepäck kommen wir zum letzten Element des Modells. Und hierfür würde ich gerne noch mal so einen kleinen, aber auch echt so einen Müh-Moment, nur ein bisschen akademisch mit euch werden. Eine Studie der Uni Stanford in Kalifornien hat sich damit beschäftigt, wie sehr der Mensch die Dinge dramatisiert. Und dabei ist rausgekommen, dass wir in 9 von 10 Fällen mehr Emotionen in eine Sache reingeben, als tatsächlich notwendig ist. Fakten werden dabei stumpf ignoriert und wir mutieren zur sogenannten Drama Queen. Das ist so ein bisschen so wie damals in der Snickers-Werbung, falls du dich erinnerst. Und für alle,
die bei dem Wort Drama Queen vielleicht irgendein weibliches Geschöpf im Kopf haben, die muss ich leider auch enttäuschen. Denn die Forscher haben ebenfalls herausgefunden, dass die Herren der Schöpfung den Damen da wohl in nichts nachstehen. Aber auf diese Männer- und Frauengeschichte, da möchte ich gar nicht hinaus. Es geht vielmehr darum, dass wir in Situationen, die neu sind, die bedrohlich wirken, in denen Handlungskompetenzen und Sicherheiten fehlen, oftmals keine Impulskontrolle mehr haben. Dein limbisches System, also da, wo deine Emotionen sind, überrennt dann mal deinen präfrontalen Kortex, also da, wo dein Verstand ist. Deine Emotionen sind jetzt Captain deiner Brücke. Das Ergebnis? Kein Fokus, keine Strategie, kein Konzept. Willkommen Drama. Und wie viele von euch haben vielleicht schon mal die ein oder andere Entscheidung in so einem Drama-Modus getroffen? Meist suboptimal gelaufen, das Ganze. Du brauchst also kein Drama. Was du brauchst, ist Gelassenheit. Und vielleicht denkst du jetzt an Yoga und Tee und so, und das ist auch alles cool. Aber das ist hiermit nicht gemeint. Es geht vielmehr ums Relativieren statt ums Dramatisieren. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, ist ja super, aber wie mache ich das denn, wenn ich so eine stressige Situation habe, wie bleibe ich denn gelassen? Dann würde ich euch kurz gerne erklären, wie wir das so machen. Wir haben im Operativen dafür eine Schablone aus 3 Fragen, um nicht ins emotionale Drama abzurutschen. Ich nenne sie auch liebevoll die Worst-Case-Schablone. Erstens, ist jemand gestorben? Zweitens, ist jemand schwer verletzt? Und drittens, verliert jemand durch diese Situation seine gesamte Existenz? Und hey, wenn du alle 3 Fragen mit Nein beantworten kannst, bist du schon mal klar im Vorteil. Fassen wir nochmal zusammen. Glaubenssätze, Grundriss, Gelassenheit. Das GFORCE-Modell unterstützt dich in deiner persönlich besten Performance. Und zum Ende möchte ich euch noch etwas mitgeben, das mir persönlich wichtig ist. Performance ist nicht einfach nur ein Modell oder ein System. Performance entsteht, weil du für etwas brennst. Performance bist du. Und egal, an welchem Meilenstein du dich in deinem beruflichen oder privaten Leben befindest, sei großartig da drin, die beste Version von dir selbst zu sein. Und wie mein Papa immer sagte, Probleme sind verkleidete Möglichkeiten. Lerne aus der Situation, wachse daran und hey, mach etwas Gutes für andere daraus. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.